CDU-Chef Friedrich Merz hat sich für eine Debatte über Soldaten ohne deutschen Pass und die Einführung der Wehrpflicht nach dem schwedischen Modell gezeigt. Über EU-Bürger im Dienst der Bundeswehr habe es schon einmal eine Diskussion gegeben. Das sagte der Unionsfraktionschef der Rheinischen Post. Mit Blick auf den Personalmangel bei der Truppe bräuchte es mehr Soldatinnen und Soldaten. Deswegen sei auch die Debatte über die Einführung des schwedischen Modells richtig. Dort werden alle jungen Männer und Frauen gemustert, um ihnen dann ein Angebot für eine Verwendung zu machen. Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte die Diskussion angestoßen und lässt derzeit Modelle einer Dienstpflicht prüfen.